So, hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ein wichtiges Thema. YouTube hat jetzt, oder beziehungsweise man muss jetzt für YouTube ein Impressum bereitstellen. Das sollte eigentlich dann hier auf einem Klick zur Verfügung stehen. Ich habe zwar schon eins drin, aber das muss man dann irgendwo hier suchen. Suchen ist gut, ich finde es jetzt selber nicht. Daher gibt es jetzt was Neues. Es gibt einen Tab Maker. Da gebt ihr einfach da oben als Suchbegriff ein. Tab Maker. Geht dann hier drauf. Dann geht ihr hier auf Free Tabs und hier auf das Paragraphenzeichen. So, dann wird hier schon eure Seite vorgeschlagen, beziehungsweise eure Seiten. Ich mache es jetzt als erstes mal für Vodafone Shop im Schlägerland. So, Tab Maker hinzufügen. Nun habe ich hier ein Impressum. Dieses ist zwar jetzt noch nicht ausgefüllt, aber das können wir jetzt ja mal geschwind machen. Zur Anwendung. Okay. Jetzt nicht das, was ich sehen wollte. Okay, muss es scheinbar noch mal runterladen. Ja, es muss drauf sein. So, das ist jetzt ein prima Vorführeffekt. Ich füge es jetzt einfach mal überall hinzu. Muss mir dann nachher schauen, wie man das einrichtet. Ah, jetzt hier geht's. Dann kann man dann hier relativ einfach das über das recht24.de, ich glaube, dann einfach erstellen, wenn es denn gehen würde. Okay. Weiß jetzt zwar nicht, warum es jetzt hier nicht geht, aber auf jeden Fall ist jetzt das Impressum mal auf der Seite drauf. Man kann jetzt auch hier dann manuell alles ausfüllen. Dann muss man halt einfach von den eigenen Seiten das dann hier einfügen. Was ich jetzt auf jeden Fall mal im ersten Schritt mache, ich füge jetzt auf alle meine Seiten mal das Impressum jetzt hier hinzu. So, hier ist es jetzt nicht an erster Stelle oder nicht oben. Versteckt sich irgendwo hier unten, dann hier auf den kleinen Bleistift gehen und dann kann man dieses tauschen gegen, ich tausche es jetzt mal gegen die Karte, dann ist hier oben, somit ist dann das Impressum gleich hier oben in der ersten Zeile zu erkennen, wenn dieses ausgeblendet ist, das ist dann das Wichtige, wenn man dann drauf geht, dass man dann auch gleich beim Impressum landet. Schauen wir mal hier, ob ich jetzt hier das einfach erstellen kann. Nein, geht nicht. Das finde ich jetzt witzig. Okay, ich versuche es nachher einfach mal mit einem anderen Browser. Auf jeden Fall sollte es eigentlich so einfach gehen. Wichtig ist jetzt auf jeden Fall mal, dass auf allen Seiten von mir das Impressum draufsteht. Hier gleich oben. Okay, ich habe es auf allen Seiten installiert. Von dem her gesehen,
sind wir auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Jetzt fehlt dann halt nur noch der Inhalt. Den Inhalt muss man jetzt hier, so wie es aussieht, dann doch manuell ausfüllen. Ich habe es aber heute auf einem anderen Video gesehen, dass man dann hier draufklickt und dass man das dann automatisch ausfüllen lassen kann mit ein paar Angaben dann. Muss man jetzt manuell ausfüllen, aber ich denke mal, das ist das kleinere Problem. Wichtig ist ja auf jeden Fall, dass diese Impressumspflicht dann hier eingehalten wird, dass man dann hier auf der Startseite auch gleich das Impressum sieht. Das ist, denke ich mal, vorrangig jetzt auf jeden Fall mal. So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Teilt dieses Video am besten weiter, dass dann alle YouTuber wissen, dass sie auf solche Sachen achten müssen, dass dann jeder auch sein Impressum hier einfügen kann. So, Dankeschön. Tschüss.